Heute bei Transfermarkt TV. Wir blicken auf das wohl interessanteste Talent in Deutschland, Kai Havertz. Dazu hat Borussia Dortmund Historisches in der Champions League geschafft. Und es gibt wieder reichlich interessante Gerüchte in unserer Gerüchteküche. Wenn ihr keine Meldung verpassen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert dann die Glocke. Hallo und herzlich willkommen, moin moin bei Transfermarkt TV. Nach einem sehr spannenden Champions League Abend gestern ist natürlich die Königsklasse auch heute wieder ein Thema bei uns. Jürgen Klopp hat ja mit Liverpool in letzter Sekunde dann doch noch das Aus vermieden. Klasse, wie Alisson gegen Neapel parieren konnte. Und so zieht Jürgen Klopp zusammen mit Paris Saint-Germain und Thomas Tuchel in die nächste Runde in der Champions League ein. Aus deutscher Sicht sehr positiv. Schalke gewann gegen Lok Moskau und auch Borussia Dortmund war erfolgreich. Sogar als Gruppensieger ist man jetzt im Achtelfinale dabei, weil Atletico Madrid eben nur 0:0 bei Brügge spielte. Und es gibt noch etwas sehr Positives zu vermelden vom BVB, denn sie haben etwas Historisches geschafft. Noch nie hat eine Mannschaft in der Gruppenphase 5-0 gespielt. Das haben die Dortmunder geschafft, haben ja nur eine Niederlage kassiert beim 0:2 bei Atletico Madrid. Und noch einen Rekord gibt es. Er folgt in den Spuren von Cristiano Ronaldo. Iker Casillas hat nach dem 3:2 gestern mit dem FC Porto bei Galatasaray jetzt auch seinen 100. Sieg in der Champions League verbucht. Herzlichen Glückwunsch für den ewigen Iker im Tor vom FC Porto. Wir gehen zu den Nachrichten und da spielt heute Franck Ribéry mit den Bayern bei Ajax Amsterdam. Wird wahrscheinlich auch in der Aufstellung stehen. In der kommenden Saison wird das nicht mehr der Fall sein. Denn so wurde jetzt bestätigt von Hasan Salihamidzic. Franck Ribéry wird wie sein langjähriger Teamgefährte Arjen Robben die Bayern nach Saisonende verlassen. Er soll dann, so sagte Salihamidzic, gerne im Verein in anderer Funktion weiterarbeiten. Aber spielen wird er dann wohl nicht mehr. Zach Steffen, das ist ein Mann, den man sich merken muss. Er wird nämlich in der nächsten Saison bei Manchester City spielen. Der Torwart von Columbus Crew aus der Major League Soccer ist der teuerste Torhütertransfer aus den USA ins Ausland. 3,2 Millionen wurden damals an Euro für Tim Howard gezahlt von Manchester United. Jetzt also wird Steffen der teuerste Torhüter. Der Konkurrent im Bundesstaat von Columbus Crew, der FC Cincinnati, das MLS Expansion Team, hat auch einen Neuzugang zu vermelden. Kendall Waston, der kostarikanische Nationalspieler, 30 Jahre alt, kommt für 660.000 Euro von den Vancouver Whitecaps. Er war WM-Teilnehmer 2018, hat sogar ein Tor gegen die Schweiz geschossen beim 2:2. Und keinen neuen Verein mehr, beziehungsweise seinen Vertrag. Achso, das war schon. Und einer hat keinen Verein mehr, den kennen wir gut. Yaya Touré hat nach nur 100 Tagen bei Olympiakos Piräus seinen Vertrag aufgelöst. Nur 54 Minuten hat er dort gespielt, zweimal in der Europa League. Nach 8 Jahren Manchester City hat der 35-Jährige jetzt eben nur ein paar Tage bei Olympiakos rangehängt. Es hat nicht so richtig gepasst für ihn. Heute ist Champions League, morgen erst die Europa League und da ist dann Kai Havertz mit ein Thema. Zusammen mit Bayer Leverkusen wird er beim AEK Larnaca versuchen, in seiner Gruppe den FC Zürich auf Distanz zu halten, dann als Gruppenerster einzuziehen in die nächste Runde. Und Kai Havertz ist natürlich dann auch wieder im Fokus. Der deutsche neue Nationalspieler wird ja praktisch europaweit jedes Spiel beobachtet. Ein ganz heißes Gerücht momentan ist, dass der FC Barcelona wohl intensiv sich mit dem 19-Jährigen beschäftigt. Hat ja einen Marktwert von 55 Millionen Euro. Und so hört man es, Barcelona hat wohl bei jedem Spiel von Leverkusen mittlerweile Scouter auf der Tribüne sitzen. Es ist auch durchaus berechtigt, diesen Mann zu beobachten, denn wenn wir auf seine Zahlen schauen, stellen wir fest, er hat noch Vertrag bis Juni 2022. 16 Spiele in dieser Saison, 7 Tore, 6 Vorlagen. Das ist in Deutschland die Quote. In der Europa League sind darüber hinaus noch 4 Spiele, 3 Tore und 3 Vorlagen zu verbuchen. Er war der jüngste Spieler aller Zeiten mit 50 Bundesliga-Einsätzen. Auch das spricht für seine Qualität. Und klar, Leverkusen hat mehrere Interessenten mittlerweile wohl auf der Matte stehen. Wir schauen uns mal die internationalen Vereine, die da interessiert sind, an. Das ist das Gerüchtearchiv von uns. Und da sehen wir mal Inter Mailand, Arsenal, Lazio Rom, Barcelona, Liverpool,
Bayern München, darüber hinaus auch noch Manchester City und Manchester United. Auch PSG soll schon mal die Fühler ausgestreckt haben. All das zeigt, Kai Havertz ist im Moment ein Riesenthema. Bisher hat Bayer Leverkusen gesagt, dass man Kai Havertz auf jeden Fall halten möchte, hat ja noch Vertrag und er soll sich weiterentwickeln. Das war auch zu entnehmen den Worten von Jonas Bolt, der in einer Sport1-Sendung Folgendes gesagt hat. Da haben wir das Zitat: Vereinsspieler und Umfeld waren sich bisher einig, dass Leverkusen der richtige Verein ist. Daher gab es logischerweise auch keine Anfragen. Hier hat Kai ein Umfeld, wo er sich hervorragend entwickeln kann. Das war im November noch der Fall. Aber was passiert, wenn Bayer Leverkusen sich tatsächlich nicht für den internationalen Wettbewerb qualifizieren sollte? Zurzeit Position 11 in der Bundesliga, nur 18 Punkte geholt. So ganz abwegig ist dieser Gedanke nicht, dass man vielleicht sogar Kai Havertz ziehen lassen muss, wenn der sich weiterentwickeln will. Und darauf spekuliert auch bei uns im Forum der ein oder andere Transfermarkt-User. Es könnte nämlich durchaus passieren, dass er geht. So schreibt zum Beispiel Aaron Lennon, der Transfermarkt-User. Natürlich wäre es ärgerlich, wenn man die internationalen Startplätze verpassen sollte. Und sicher müsste man sich dann mit potenziellen Abgängen beschäftigen. Da sehe ich einen Wechsel von Brandt oder Tah aber als wahrscheinlicher an. Interessante These, könnte natürlich aber genauso Havertz treffen. Sollte Leverkusen das internationale Geschäft verpassen, schreibt Luema, unser Transfermarkt-User, wird sich Havertz natürlich mit einem Wechsel auseinandersetzen. Sehe Dortmund oder sogar die Bayern in einer Favoritenrolle auf eine Verpflichtung, glaube nicht, dass er ins Ausland geht. Gut möglich, klar, da gibt es bessere Entwicklungschancen, vielleicht auch sogar in der Bundesliga. Dann der TM-User mit dem Bayern-Zeichen, TOM3KK. Ich hoffe, dass die Leverkusener idealerweise in die Champions League einziehen. Da ist es allerdings wirklich noch ein weiter Weg hin. Er soll noch 1 bis 2 Jahre dort verbringen. Tut ihm sicher gut. Ich möchte diesen Jungen in Zukunft in München sehen. Ja, wieder einer, der dann dorthin gehen würde. Der Dortmund-lastige User BVB Barca soll das wahrscheinlich heißen. 09. Havertz ist ein sehr junger Spieler, aber Barca wäre ein zu großer Sprung für ihn aktuell. Internationales Geschäft hin oder her, mindestens ein weiteres Jahr in Leverkusen täte ihm gut. Die Sportbild berichtet heute, dass wenn Havertz gehen sollte, weil Leverkusen sich vielleicht nicht international qualifiziert, dann wären es 80 Millionen Euro, die Leverkusen wohl bekommen würde für diesen dann immer noch U19-Mann. Und damit wäre er in den Top 3 weltweit für U19-Transfers. Wir haben eine Top 5 für euch mal zusammengestellt, damit man das in etwa einordnen kann. Und stellen fest, auf der Position 5 ein nicht unbedingt so bekannter Name, Luke Shaw, wechselte seinerzeit von Southampton zu Manchester United in der Saison 14-15. Der Linksverteidiger, mittlerweile ja auch Standard bei Manchester United, damals für 37,5 Millionen. Rodrigo kostet in der nächsten Saison 45 Millionen. Er wechselt vom FC Santos zu Real Madrid, der Brasilianer. Anthony Martial, 60 Millionen seinerzeit im Sommer 2015, als er von Monaco zu Manchester United ging. Mittlerweile ja auch dort gut angekommen. Vinicius Junior, starker Brasilianer, jetzt neu bei Real Madrid vor dieser Saison gekommen von Flamengo für 61 Millionen. Dann käme mit den 80 Millionen eben Havertz und Kylian Mbappé. Klar, das ist die absolute Nummer 1 mit 135 Millionen vor dieser Saison von PSG überwiesen an den AS Monaco. Hier haben wir sie nochmal, die Übersicht der teuersten 5 U19-Transfers. Übrigens der teuerste Bundesliga Transfer U19 war seinerzeit Renato Sanchez bei den Bayern, knapp dahinter mit 35 Millionen Euro. Der damalige Europameister Portugals kam als 18-Jähriger ja zu den Münchnern und kostete auch eine ganze Stange Geld. Kai Havertz, ein Mann, über den wir fast täglich berichten können in unserer Gerüchteküche. Andere Gerüchte gibt es auch um deutsche Spieler. Eines, unser erstes heute, gibt es über Pascal Groß. Und ob das ganz so valide ist, naja, das muss man erst mal abwarten. Denn Pascal Groß, so zitiert es die Sun, soll Jürgen Klopp in Verzückung gebracht haben. Der schwärmt von dem Mann, der jetzt bei Brighton & Hove Albion spielt. Der 27-jährige Ex-Ingolstädter hat seinen Marktwert von 3 auf 10 Millionen Euro erhöht.
hat in der Premier League 8 Partien in dieser Saison bestritten und ist ein wichtiger Faktor für den Tabellen-13. Der Premier League, also vielleicht ja ein Mann für Jürgen Klopp. Aber wie gesagt, die Sun, ganz so valide ist das nicht unbedingt. Davy Selke, da könnte schon ein bisschen mehr Gehalt hinterstecken. Von Hertha BSC ist Ralf Hasenhüttl immer noch in guter Erinnerung aus gemeinsamen Zeiten in Leipzig. Also könnte der FC Southampton interessiert sein an 23-jährigen ehemaligen U21-Nationalspieler. Sein Marktwert 15 Millionen, kam ja nach Verletzung jetzt erst in der Saison zurück. Häufig eingewechselt, 12 Spiele, ein Tor, eine Vorlage. Ein anderer, auch heiß gehandelt in England, Jean-Kevin Augustin, der 21-Jährige von RB Leipzig, soll bei Everton ganz hoch im Kurs stehen. France Football meldet, dass Everton wohl bereit ist, die Ausstiegsklausel von 40 Millionen Euro zu ziehen und ihn zu verpflichten. Augustin ja nur Ersatzspieler bei RB Leipzig in der Liga, allerdings in 10 Spielen schon 3 Tore erzielt. Er könnte ein Mann sein für die TSG Hoffenheim. Flavien Thé von SCO Angers hat einen Marktwert von 7 Millionen Euro, spielt in der Ligue 1 beim Tabellen 14. und hat auch ganz gute Zahlen zu vermelden. 15 Spiele, 2 Tore hat er schon erzielt, dazu 6 Vorlagen. Das ist eben auch das Interessante an Thé, der noch einen Vertrag hat bis Juni 2022. Auch Lyon und Bordeaux sollen interessiert sein an Thé. In der Ligue 1. Ein anderer Franzose ist noch höher gehandelt, Benjamin Pavard. Und da hat jetzt Sky vermeldet, er will dann doch den VfB schon im Winter verlassen. So hat es der Sender erfahren. Michael Reschke, der VfB-Sportchef, sagt über den 22-jährigen Innenverteidiger und Rechtsverteidiger, den französischen Weltmeister, es gibt keinerlei Überlegungen, Benji im Winter abzugeben. Also der VfB will ihn unbedingt halten. Im Sommer könnte dann eine Ausstiegsklausel von 35 Millionen greifen. Übrigens auch der SSC Neapel ist interessiert an Pavard. Wir gehen jetzt nach Frankreich, wo der OSC Lille erhebliche Schwierigkeiten bekommen hat durch die Ligue 1. Denn bis zum Frühjahr, also außerhalb der Transferperiode, muss OSC Lille 25 Millionen Euro Einnahmen erzielen. Sonst droht der Zwangsabstieg. Wie könnte man das schaffen? Klar, auch da wird spekuliert, indem man nämlich darüber nachdenkt, die besten Spieler zu verkaufen. Und da sind zurzeit Schalke und Wolfsburg wohl an einem Duo dran. Zum einen an Jonathan Bamba, dem 21-jährigen Linksaußen. Er hat in der Ligue 1 schon 7 Tore erzielt in 17 Spielen. Sein Marktwert liegt bei 15 Millionen Euro. Und auf der rechten Seite auch Thiago Maia, der Brasilianer, defensives Mittelfeld, hat einen Marktwert von 4 Millionen Euro, 21 Jahre alt. Auch er durchaus interessant für eben Schalke 04 oder Wolfsburg. Mal sehen, was sich da tut beim momentanen Tabellenzweiten in Frankreich. In Deutschland könnte sich Jeffrey Brümer einen Wechsel innerhalb der Bundesliga vorstellen im Winter. Er spielt ja keine Rolle mehr bei Bruno Labbadia und dem VfL Wolfsburg. Kam ja damals 2016 für 11,5 Millionen Euro vom PSV Eindhoven. Und jetzt hat er Folgendes verlauten lassen. Ich bin überzeugt, dass ich diese festgefahrene Situation hinter mir lassen und dann jede Woche spielen muss. Die Präferenz liegt sicherlich in der Bundesliga, denn ich bin sowieso schon hier. Im Winter ist es nicht ideal, das Land zu wechseln. Mal gucken, ob das klappt. So hat es Brümer im Interview mit Fox Sports gesagt. Er wird wahrscheinlich in wärmere Gefilde wechseln. Felipe Pires zieht es zurück in die Wärme und zwar eventuell zum brasilianischen Meister Palmeiras. Er wurde nie richtig glücklich nach seinem Wechsel 2015 zu Hoffenheim, wurde zweimal verliehen. Mittlerweile der Marktwert auf 2,25 Millionen Euro runtergegangen. Der 23-Jährige hat in dieser Saison noch nicht einmal für die TSG gespielt. Ein äußerst interessanter Spieler, aufgrund der letzten 5 Partien in der zweiten Liga spätestens richtig in den Fokus gerückt. Da hat er nämlich 5 Tore und 5 Vorlagen erzielt, ist Kingsley Schindler. Der hat Vertrag bis Saisonende bei Holstein Kiel. Der 25-Jährige könnte jetzt im Winter schon wechseln zum ersten FC Köln. Die sind ja heiß auf der Suche nach Angreifern dann für den möglichen Bundesliga-Aufstieg. Also Köln ist da sehr interessiert, jetzt schon im Winter. Auch Nürnberg und Düsseldorf sollen die Fühler nach ihm ausgestreckt haben.
machen. Wir gehen ins Ausland und haben eine Meldung zu Saúl Ñíguez. Der hat gestern noch mit Atlético Madrid beim FC Brügge in der Champions League gespielt. Der 24-jährige spanische Nationalspieler soll aber hoch auf dem Zettel von Pep Guardiola bei Man City stehen. Man City soll dem Vernehmen nach, so berichtet es La Sexta, bereit sein, 150 Millionen Euro für die Ausstiegsklausel für den spanischen Nationalspieler zu zahlen. Florian Thauvin, der Weltmeister aus Frankreich, 25 Jahre alt, spielt bei Olympique Marseille, ist ein Thema bei Chelsea. Sein Marktwert liegt bei 50 Millionen Euro. Er hat ja schon mal in England gespielt bei Newcastle. Von dort wechselte er für 11 Millionen Euro, nämlich zu Olympique Marseille im Jahr 2017. Spielt eine starke Saison. Der WM-Teilnehmer und Weltmeister in der Ligue 1 hat er 15 Spiele bestritten, 11 Tore und 3 Vorlagen gegeben. Dazu kommen noch Spiele und Treffer in dem französischen Pokal. Eher also ein Thema für einen Wechsel zu Chelsea, aber aufgrund des hohen Marktwertes wird das sicherlich nicht ganz billig für den 25-Jährigen, der noch bis Juni 2021 Vertrag hat. Auch er wird nicht billig, Houssem Aouar. Gerade mal 20 Jahre alt, französischer U21-Nationalspieler. Er könnte zu Arsenal wechseln. Die sind wohl sehr interessiert, sollen laut sportwitness.com bereit sein, eine Ablöse von über 40 Millionen Euro zu zahlen. Auch Chelsea übrigens interessiert am Mittelstürmer von Olympique Lyon. Da hat er seine Jugend verbracht und ist dort auch geboren. Er könnte demnächst wieder zurück nach Italien gehen, weil seine Aufgabe bei Chelsea nicht so funktioniert hat, wie er sich das vorstellt. In dieser Saison nur zweimal eingewechselt worden in der Premier League ist Davide Zappacosta. Der italienische Nationalspieler hat einen Marktwert von 20 Millionen Euro und kommt bei Chelsea nicht an Kapitän César Azpilicueta vorbei. Demnach also sind AS Rom und auch der Lokalrivale Lazio interessiert. Gestern war sie schon ein Riesenthema, die Champions League. Natürlich ist sie das heute auch. Denn der zweite Teil der letzten Entscheidungen steht an. Unter anderem ja auch mit der Bayern-Gruppe. Klar, die haben heute das Endspiel um den Gruppensieg bei Ajax Amsterdam. Das Spiel dann ab 21 Uhr. Und bei Ajax sicherlich einer im Fokus. Dusan Tadic, der serbische Nationalspieler, hat in der Champions League schon 5 Spiele, 3 Tore und 2 Vorlagen verbucht. In der Eredivisie ist er auch richtig gut unterwegs mit 8 Treffern, 6 Vorlagen also. Da muss man aufpassen auf Seiten der Bayern. Ein Unentschieden reicht ja schon, dann ist man als Erster durch. Interessant wird die Gruppe F da, nämlich gibt es tatsächlich noch Endspiele. Die Konstellation wie folgt: Man City oben mit 10 Punkten spielt gegen Hoffenheim zu Hause und dann hat Shakhtar Donetsk Olympique Lyon zu Gast. Das Hinspiel 2:2, da führte Shakhtar schon 2:0 und es könnte sogar in der Konstellation so sein, wenn Hoffenheim bei Manchester City gewinnt und gleichzeitig Lyon gegen Shakhtar Donetsk siegen sollte, dann wäre Hoffenheim sogar noch in der Europa League vertreten und gleichzeitig wäre Olympique Lyon dann in diesem besonderen Fall sogar Tabellenführer vor der Mannschaft von Manchester City. Das wäre aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass es eine Entscheidung um Platz 2 gibt zwischen Olympique Lyon und Shakhtar Donetsk. Wir schauen mal drauf auf diese Partie heute in der Ukraine. Shakhtar im Gesamtmarktwert 113 Millionen Euro zu 369 Millionen Euro bei Olympique Lyon. Hinspiel war 2:2. Die teuersten Spieler, einmal Ismaili, einer von vielen interessanten Brasilianern, die es ja immer wieder bei Shakhtar gibt. Es sind da so ein paar Namen zu nennen, wie zum Beispiel Douglas Costa, Fred oder Willian. Und auf der anderen Seite Fekir, der ist ja auch bei den Bayern wohl im Gespräch. Marktwert bei 65 Millionen Euro, also das ist schon über die Hälfte von dem, was Shakhtar hat. Ein Spiel gab es zwischen den beiden bisher, das war das Hinspiel, dieses 2:2 heute ab 21 Uhr, dieses Spiel dann in der interessanten Gruppe. Die Champions League also heute noch einmal in der Gruppenphase. Wer kommt weiter? Wer muss zuschauen? Also so viele Entscheidungen gibt es nicht mehr. Interessant sicherlich, was machen die Bayern? Und da gibt es noch mal zur Einstimmung für euch zum Schluss unserer heutigen Transfermarkt-TV-Sendung die letzten Sätze von Niko Kovac. Wie will er es angehen heute bei Ajax Amsterdam? Euch wünsche ich noch einen schönen Abend. Macht's gut. Bis morgen. Ja, ich habe ja schon im ersten Spiel bei der PK gesagt, dass es eine sehr, sehr gute Mannschaft ist. Viele oder einige haben mich belächelt und wir wurden eines Besseren belehrt. Ja, das muss man alles mit berücksichtigen. Wir spielen morgen auswärts, wir sind zwar der FC Bayern München, aber
ist auch Ajax Amsterdam. Und Ajax Amsterdam hat auch einen großen Namen, nicht nur in den Niederlanden, sondern auch weltweit. Deswegen wird es morgen kein einfaches Spiel sein.